Ich und mein Bruder haben relativ jung, in Anfang 90er Jahre, da ein Doppelhaus hergebaut. Wir waren damals beide als Zimmerer tätig und haben gesagt, es muss was Besonderes sein, es braucht ein kompliziertes Dach. Wir haben dann ein Dach gebaut mit vielen Türmchen und Spitzgauben und Verwinkelungen und Verschneidungen. Hat uns damals sehr gut gefallen. Und somit irgendwann, dadurch, dass ich ja hauptsächlich Holzhäuser baue, wollte ich ein Holzhaus leben. Deshalb war die Entscheidung, die Häuser zu sanieren bzw. Meinental abzureißen und ein Holzhaus mir herzubauen. Materialien, natürlich Holz, innen, außen, wo möglich, habe ich versucht, Holz zu verbauen. Und was passt gut zum Holz? Also wurde die Entscheidung relativ schnell getroffen. Wir bauen mit Prefa, haben dann uns für die Raute entschieden. Und somit haben wir eine super Farbe gefunden, was uns, sage ich mal, als Besitzer, auch dem Architekt, und was auch ganz gut zum der gewählten Holzfarbe gepasst hat. Die Zusammenarbeit war mal in erster Linie, wenn man es will, schnell auf den Punkt bringen, perfekt. Also es ist eine sehr komplizierte Sache gewesen. Einmal den Bestand lassen, einmal alles neu machen, dann alles zusammenführen. Was dem Architekt wichtig war, dass es danach ausschaut, wie das eine geplante Einheit ist. Dadurch wurde das Aluminiumband vom alten Haus zum neuen Haus übertragen über das ganze Dach. Und es bildet jetzt eine harmonische Einheit. Die Zusammenarbeit mit den Handwerkern war sehr, sehr gut. Also es ist ein eingespieltes Team, was in so einer Situation, wo es schnell gehen muss, wo es hochwertige Materialien verwendet werden, sehr, sehr wichtig ist. Das war einmal die Zimmerei Aster, Holzbau, der Spenglerei Ecker-Peter, auch aus Genesien. Und mit dem Architekt Benedikt Manuel, der das alles dann koordiniert hat. Prefa, das Dach, stark wie ein Stier.